Moin Leute und herzlich willkommen zu Until Dawn. Ja, wie ihr bereits im Titel gelesen habt, gibt es einen Remake von diesem Spiel. Wir haben das, glaube ich, vor 5 Jahren gemeinsam gespielt gehabt und mir hat das echt mega viel Spaß gemacht. Und wo ich dann gelesen habe, dass es einen Remake gibt, dachte ich mir nur so, das müssen wir unbedingt nochmal gemeinsam genießen. Die Grafik wurde verbessert, es soll auch neue Inhalte geben und sogar neue Dialoge, wie ich gelesen habe. Und ich bin schon mal echt sehr gespannt, wie das Ganze umgesetzt wurde. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, Leute. Und da würde ich auch schon sagen, sehen wir uns gleich wieder nach dem Intro. Der alte gute Schmetterlingseffekt, Leute, der große Auswirkungen haben wird auf unsere Vorgehensweisen im Spiel. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, damit alle überleben werden. Aber ob wir das erreichen werden, Leute, werden wir dann wohl bald erfahren. Aber ich bleibe natürlich optimistisch, Leute. Denn eine andere Wahl haben wir ja eh nicht. Und mal gucken, was jetzt gleich passieren wird. Hier auch nochmal der Hinweis: Wähle deine Handlung mit Bedacht. Aber das sollte ja kein Problem sein für uns. Die Grafik sieht schon mal echt richtig nice aus. Muss ich ja schon mal an dieser Stelle erwähnen. Der erste Kontakt schon mal, Leute. Und das wirkt sogar schon so, als wäre das eine neue Szene. Direkt am Anfang. Daran kann ich mich zumindest nicht erinnern. An bestimmten Punkten in der Geschichte musst du ruhig bleiben. Halte den Controller ruhig und gerate nicht in Panik. Probiere es jetzt aus. Okay. Ah, scheiße, ich dachte nicht lachen. Wenn du dich so viel bewegst, könnte das Konsequenzen haben. Was du nicht sagst. Oh mein Gott, das ist gar nicht so einfach. Bin ich ehrlich. Das ist ja wirklich, ist schon echt anspruchsvoll, bin ich schon ehrlich. Das, sobald man irgendwie lacht oder sowas, der kleinste Zucke und man hat verloren. Das macht es auf jeden Fall deutlich spannender, Leute. Wird sie nur davon berichten, was draußen passiert ist? Shit, Josh. Wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Anscheinend werden wir wohl jetzt ihn ins Bett tragen, damit er seinen Rausch ausschlafen kann. Oder auch aufs Sofa. Das geht natürlich auch.
Geht zumindest schneller. Oh nein, ich glaube, ich weiß, was da passiert ist. War das nicht dieser blöde Streich, der da so schief gegangen ist? Oh Mann. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ah, komm schon, sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Hannah hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Oh Mann. Das ist natürlich nicht so schön. Aber gucken wir mal, was sie für einen Plan erstellt haben. Oder sich ausgedacht haben. Der ist einfach komplett bemalt im Gesicht. Das ist ja fies. Oh, jetzt dürfen wir uns selber bewegen. Sieh dich um. Ah, das konnte ich gar nicht mehr lesen gerade. Das war zu schnell weg. Aber wir können ja mal die Tür öffnen. Schauen wir uns mal um. Können wir hier irgendwas angucken? Nein. Hier ist auf jeden Fall noch eine Tür. Ah, hier geht's nach draußen. Wollen wir denn schon nach draußen? Dann können wir wieder. Ah, wir können auch zurückgehen wieder. Aber lass mal hier runtergehen. Ich will mal wissen, was gleich passiert. Ob, können wir vielleicht nochmal das Hirsch sehen? Was muss ja hier gewesen sein. Oh, können wir sogar irgendwas aufheben? Untersuche das Totem, um eine Vorahnung zu finden. Okay. Ja. Ah, da. Ah, dreh nochmal. Ne, andere Richtung. Wie genau muss es denn sein, damit wir es denn kriegen? Hä, willst du dich verarschen? Jetzt. Oh Mann. Aber das ist, glaube ich, das Ergebnis von dem Streich, glaube ich. Aber können wir auch wieder zurückgehen einmal. Aber hier gibt es echt deutlich viele neue Szenen, Leute. Weil das kommt mir alles überhaupt nicht mehr bekannt vor. Da kann man mal sehen, wie viel Zeit und Energie hier reingesteckt wurde. Und ich muss sagen, mir gefällt es bis jetzt wirklich sehr gut. Wird auf jeden Fall noch sehr spannend werden. Da bin ich mir sicher.
Gehen wir mal zum Tisch, ob hier noch irgendwas liegt, das wir aufsammeln können. Ah, hier ist einmal der Laptop. Ah, da ist eine Notiz. Hän, es hat Spaß gemacht, mit dir abzuhängen. Niemand versteht mich so wie du. Komm später zu mir. Ich werde warten. Mike. Ah, okay. Oh mein Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Na, gute Frage. Hat wahrscheinlich die Klamotten ausgewählt. Und jetzt wird sie nochmal hübsch gemacht. Für das Treffen. Und hier sind die Vorbereitungen. Also ich muss zugeben, die Musik ist schon ziemlich cool. Passt auf jeden Fall sehr gut. Oh, das ist so böse. Der perfekte Streich, Leute. Und ohne Ahnung geht sie in die Falle. Und jetzt geht es los, Leute. Mike. Hey, Hannah. Hab deine Nachricht bekommen. Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Mhm. Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Sch. Hannah, hey, nicht. Das ist nur ein dummer Streich, okay? Oh, das ist schon echt fies, ey. Wie muss man sich da fühlen? Es ging ein bisschen weit, aber... Mike! Mann! Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah! Herr Josh wecken, andere suchen. Nee, Josh wecken bringt gar nichts. Da er betrunken ist. Das hilft uns auch nicht weiter. Die anderen zu suchen bringt deutlich mehr. Hannah! Was ist denn los? Wo will sie hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß. Na, witzig war es nicht. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur Spaß. Ihr Idioten! Oh Mann. Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie noch verhindern können, Leute. Aber ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Hannah! Auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Atmosphäre hier.
Ah, Taschenlampe wird helfen. Bewege den Lichtstrahl umher. Alles klar. Also ich muss zugeben, ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen Sorge davor, dass gleich hier noch irgendwie so ein Jumpscare kommt oder sowas. Aber ich lasse mich überraschen. Es ist auf jeden Fall echt ziemlich gruselig. So ganz allein mitten im Wald. Oh, was war das? Hannah? Oh, sehr beunruhigend. Das wirkt alles so unruhig so. Da ist eine Hütte. Oh, bitte. Lass mir bitte nichts ins Gesicht springen. Okay. Naja, würde ich sagen, gehen wir da. Ach, wir versuchen es mal. Ob wir da was machen können. Oh. Leuchte mal vorsichtig rein. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl bei der ganzen Sache. Oh mein Gott! Okay. Mach die korrekte Eingabe, bevor die Zeit abläuft, schon, glaube ich. Sicher, schnell. Machen wir sicher. Weil ich glaube, so viel Zeit können wir jetzt auch nicht sparen. Fuck. Fußspuren folgen, Geräusch folgen. Nee, Fußspuren. Ich würde niemals ein Geräusch nachgehen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Oh, da ist ein Hirsch, Leute. Sogar mehrere, glaube ich. Eine Herde ist hier. Scheiße! Fuck! Shit! Verdammt, Hannah! Wo steckst du? Oh, da rennt sie. Hannah! Hallo? Oh, wir haben sie eingeholt. Hannah! Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren! Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Hannah? Beth? Rennt lieber. Rennt so schnell, wie ihr könnt, ey, wirklich. Oh nein. Hannah! Ja, das kannst du laut sagen. Was ist das bloß? Oh nein! Loslassen, Hannah fallen lassen. Nee, wenn schon, sterben wir gemeinsam, Leute. Leider ließ sich das nicht verhindern. Aber wir können nur das Beste daraus machen, Leute, und daraus lernen. Bevor wir beginnen,
sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Jo, kein Problem, Meister. Also niemand kann ändern, was da passiert. Leider. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Wenn du das sagst. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Alles klar. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutend. Und ich werde dir dabei helfen. Dankeschön. Manchmal. Ja? Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Okay. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Das denke ich auch. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte? Mach ich. Und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Guter Hinweis. Schauen wir uns das doch mal an. Einmal umdrehen. Ja, ein schönes Foto. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Ich bin nervös, ich bin glücklich. Nee, ich bin nervös. Okay, Ehrlichkeit ist gut. Finde ich auch. Und was daran macht dich denn nervös? Ja, schon die Vogelscheuche. Ich verstehe, verstehe. Sagen wir, die Vogelscheuche wäre nicht da. Wärst du dann bereit, allein dort zu bleiben für einen gewissen Zeitraum? Für eine Woche, zum Beispiel. Nee. Nee, wäre ich nicht. Ach nee. Nein? Warum? Ich hätte Angst, ich wäre einsam. Also wenn die Vogelscheuche weg wäre, dann würde es ja deutlich angenehmer aussehen. Daher wähle ich, glaube ich, ich wäre einsam. Ah, es ist ein schmaler Grat zwischen der Friedlichkeit des Alleinseins und der Einsamkeit der Isolation. Vielleicht sollten wir das in Zukunft erforschen. Auf jeden Fall. Denn ich fürchte, unsere Zeit ist um. Schade. Für heute. Nur bis zur nächsten Sitzung. Ja, ich freue mich drauf. Also, verbring bis dahin etwas Zeit mit Freunden in einer Atmosphäre von Sicherheit. Wollen wir es mal hoffen, ne? Wollen wir es mal hoffen, ob wir dieses Gefühl auch bekommen. Ein sehr nettes Gespräch, Leute. Und das war dann auch der Prolog, Leute, von Until Dawn. Also ich muss zugeben, es beeindruckt mich wirklich sehr. Also der erste Eindruck, der war echt richtig gut. Da steckt auf jeden Fall Mühe drin. Und ich bin auf jeden Fall schon echt mega gespannt, Leute, wie die nächsten Folgen werden. Die Atmosphäre ist echt mega. Kann man nichts gegen sagen. Und was ich auch sagen muss ist, ich finde es wirklich sehr beeindruckend, dass es am Anfang schon so viele neue Szenen gab, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnern kann. Und ich mir auch ziemlich sicher bin, dass die neu sind.
Und das finde ich echt richtig cool. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Penny Klein, die Untersuchung den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwillinge. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts? Behauptete, das Land wäre seinem Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh. Heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorne. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood-Winterausflug. Ah! Also, ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen, nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja. Okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Yeah! Hört sich vielversprechend an, Leute. Kapitel 1. Und so steigen wir aus dem Bus, Leute. Und machen uns auf den Weg nach oben. Oh, hier ist sogar nochmal der Killer zu sehen. Im Hintergrund. Sam, Hannahs beste Freundin. Gewissenhaft, umsichtig und tapfer. Hallo? Ist jemand hier? Wer versteckt sich denn da schon wieder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber Leute, ich würde vorschlagen, wie es an dieser Stelle weitergehen wird, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch gerne einen wunderschönen Daumen nach oben da. Und wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, dann lasst doch auch gerne ein wunderschönes Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns das nächste Mal wieder und haut rein!